Ole, die Vorbereitung auf die neue Saison in der dritten Liga ist quasi vorbei. Für dich ist Vorbereitungszeit auch mal viel Arbeit, viel zu tun. Unterm Strich ist ein Großteil der Mannschaft zusammengeblieben, punktuell noch mal verstärkt. Wie blickst du auf die bisherigen personellen Änderungen im Kader zurück? Ja, genauso ist es. Wir sind sehr froh, dass wir die Mannschaft so zusammenhalten konnten, dass wir alle Leistungsträger noch da haben und auch fast den gesamten Kader übernehmen konnten. Sind aber auch froh, dass wir uns noch punktuell verstärken konnten, dass wir ein bisschen Erfahrung dazu gekriegt haben, dass wir aber auch viele junge Spieler, die mit uns gemeinsam dann jetzt in der dritten Liga durchstarten wollen und sich selber noch beweisen und entwickeln wollen. Ich glaube, dass wir da eine ganz gute Mischung gefunden haben. Die Vorbereitungsspiele und auch die Trainingseinheiten hast du ja auch verfolgt. Was für ein Gefühl hast du also sowohl, was die Integration der neuen Spieler angeht, als auch die zuvor schon bestehende Mannschaft? Ja, die Integration der neuen Spieler, das ist bei uns wirklich problemlos. Da muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Da fühlen sich die Jungs wirklich ganz schnell, als wären sie schon jahrelang da. Das ist immer wieder das Feedback, was ich von Neuzugängen auch dann bekomme, wenn sie ein paar Wochen da sind. Also da haben wir wirklich eine sehr intakte, positive Mannschaft. Deswegen fühlt es sich eigentlich so an, als wäre es wirklich die eingespielte Truppe. Von Ergebnissen und Leistungen sind wir zufrieden, aber ich würde es auch nicht überbewerten, weil am Ende des Tages dient es alles nur der Vorbereitung dann jetzt auf die Meisterschaft. Und ja, da kommen noch ein paar Faktoren dazu dann bei so Spielen wie in Essen, zum Beispiel die Emotionen, die Zuschauer, vielleicht ein bisschen Anspannung. Ich hoffe, dass wir das dann umsetzen können, um nochmal einen draufsetzen zu können und noch besser zu sein als in der Vorbereitung. Du hast es jetzt quasi schon angesprochen, blickt natürlich jetzt auf den Saisonstart. Wie groß ist da bei dir die Vorfreude, dass es endlich losgeht? Ja, jetzt so 2 Tage vorher, da ist schon ein bisschen Vorfreude da, das ist klar. Also ich denke auch bei den Jungs, da wird ein gewisses Kribbeln da sein. Das ist etwas, worauf wir wirklich lange hingearbeitet haben, auch der gesamte Verein und alle Mitarbeiter, wo wir jahrelang schon viel für getan haben und die Spieler natürlich auch in allererster Linie. Und jetzt fühlt es sich ein bisschen an wie schon die Belohnung der harten Arbeit, aber nochmal ein ganzes Stück harte Arbeit, das dann dadurch draufkommt. Also wir müssen schon auch verdammt gut sein und verdammt was leisten am Samstag. Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Was wird im Vergleich zur Vorsaison eventuell auch anders gefordert sein? Letztes Jahr war es ja auch, oder auch in den Jahren davor so, dass man quasi immer zum Siegen verdammt war, sozusagen, wenn man aufsteigen wollte. Jetzt weiß man nicht so hundertprozentig, zumindest von außen die Fans, was wird anders? Wie bringen die Gegner andere Sachen mit? Es war immer eine durchaus schwierige Aufgabe, für die Spieler mental zu wissen, wir dürfen uns wirklich nichts erlauben, weil nur der erste Platz zählt und eigentlich alle anderen Plätze in der Liga nicht so richtig befriedigend sind. Das war eine schwierige Aufgabe und gut, das haben wir jetzt natürlich nicht mehr ganz so, aber es wird dadurch mit Sicherheit nicht leichter, denn die Gegner werden einfach schwerer und wir müssen wirklich gucken und wollen auch versuchen, jedes Wochenende unsere Bestleistung zu bringen, denn nur so haben wir eine Chance, dann auch Spiele zu gewinnen. Da wird ganz viel Neues auf uns zukommen, wenn man die Liga durchgeht. Ja, dann ist man am Ende des Spielplans und hat noch keinen leichten Gegner gefunden. Das muss man einfach so klar sagen. Deswegen müssen wir da einfach jede Woche ans Limit gehen, um erfolgreich sein zu können. Dann abschließend, um noch einmal den Rahmen zu schließen. Wir haben über den aktuellen Kader gesprochen. Das Transferfenster ist ja noch relativ lange geöffnet, obwohl die Saison jetzt schon früh losgeht. Wie ist da der Ausblick? Was könnte noch passieren? Ja, zunächst mal ist es das Wichtigste, dass wir wirklich großes Vertrauen in die Jungs haben, die jetzt da sind. Ich bin sehr optimistisch, dass wir sehr zeitnah noch einen Rechtsverteidiger verpflichten werden. Ich denke auch, dass das wichtig ist, dass wir auf der Position auch quantitativ noch stärker werden können und natürlich auch qualitativ, das ist klar. Ansonsten glaube ich, gehen wir mit einem sehr guten runden Kader, mit einer guten Mischung in die Saison. Und werden dann mal schauen, was auf beiden Seiten noch passieren kann. Aber ganz viel wird es sicherlich nicht sein. Danke, Ole.